Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Tolagels will einfach nur spielen und Minecraft Sky Factory 3 und Swissly. Hallo zusammen. So, da sind wir wieder. Und es ist voller und voller und voller. Komm mal mit. Ja? Guckst du da in Kiste? Unten links. Unten links, ein Bow, 261, Power 5, Mending, Unbreaking. Oh, geil. Ist der für mich? Ja, ich hab denselben. Jo, geht. Wunderbar. Hey! Ja, das ist auch schon mal top. Dann, wo haben wir den Porter hier? Mhm. Dann so mal in diese Richtung und den unteren nehmen. In diese Richtung und den unteren? Ah, es okay. Gibt unteren und den oberen. Ja. Du wolltest einen Turm mit Glaskuppel. Oh, nice. Ja. Und das geht dann nach oben. Weil du wolltest ja auch Balkone. Ja. Juhu! Sehr schön. Sehr, sehr schön. So mag ich das. Das Gefrimsel ist dann dein Ding. Ja. Das hier reinzukriegen. Das ist dann allerdings noch was, was kommt. Achso, und was ich euch da draußen auch noch zeigen will. Wir haben jetzt inzwischen ja 3 Solar Panels. Und ich habe schon mal vorbereitet für den Maximum Size Reactor 32 mal 32 und 48 hoch. Der kommt also hier drunter und geht bis hier oben hin. Das so als kleines Update. Eine schwarze Linse haben wir jetzt eingebaut in der Hoffnung, dass wir von den Scherben ein paar mehr bekommen. Kommen wir aber nicht. Ja, keine Ahnung warum. Wir werden sehen. Dann habe ich gesagt, müssten wir... Was brauchten wir? Zombie-Chunks, ne? Ja. Okay, also für die Zombie-Chunks würde ich vorschlagen... ich nehme mal gerade ein bisschen Stein... Ich setze das jetzt einfach mal hier unten an. Eine kleine Plattform. Oh, zu wenig Cobblestone mitgenommen. Ich muss nochmal hoch. So. Und abwärts. Ah, da ist es schon passiert. Die sind schon gespawnt. Ja, schieß doch auf mich. Jo, danke. Der Creeper hat hier gerade mal aufgeräumt. So, eins. Ich mache jetzt hier einen Rand drumherum, 3 hoch, dass wir vom Rand aus die Plattform erstmal leer schießen können. Und dann mit dem Decker, hä? Genau.
So, einmal rum sind wir jetzt und jetzt das Ganze noch drei hoch. Ich mache jetzt gerade mal F7 an, um zu sehen, dass da drin schön dunkel ist, aber außen möchte ich nichts haben. Dementsprechend einmal Licht drumherum. Weil wenn das auf dem Rand oben spawnt, dann ist doof. So, dann kommt jetzt als nächstes. Eigentlich bräuchte ich noch, dass wenn wir angeschossen werden, dass wir nicht runterfallen. Aber andererseits ist es auch nicht so schlimm, weil wir haben ja die Jetpacks, ne? Ja. Okay. Dann gehen wir mal kurz hier weg, dass da wieder neu spawnt. Noch nicht weit genug. Das müsste ja nicht passen. Da ist ja Ja. Zeug drin. Aber nur Creeper. Wieso geht der denn immer noch hoch? Muss er noch einen höher gehen? Entschuldigung. So schnell wirst du eingemauert hier. So. Das müsste auch eigentlich gut sein, ne? Nochmal kurz Schauen wir weg. mal. Welche Träne war das, womit man Erde zu diesem richtig fiesen Zeug werden lässt, wo fiese Mobs drauf spawnen? Robster Weevil. Den hätte ich, aber ich weiß nicht, wie man Soil herstellt. Da müsste normale Erde reichen. Okay, Drop of Evil habe ich. Okay. Lag drin. So, jetzt da unten ganz, ganz viel, Freunde. Ja, komm, Spinne, fall runter. Du auch. Wieso kann ich jetzt mit dem Bogen nicht mehr schießen? Kann auch nicht schießen. Ich habe keine Pfeile. Oh, da ist kein Infinity drauf. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Okay. Dann hol du mal gerade Pfeile. Ich kümmere mich hier in der Zwischenzeit um das, was da unten so rumhängt. Die Spinnen kommen ja rausgekrochen. Weil im Moment sind keine. Wie heißen sie? Keine Creeper da. Das heißt, ich kann da jetzt erstmal mit meinem Dagger. Drin rumschnetzeln. So, jetzt ist leer. Und ich habe 4 Zombie-Chunks. Wir brauchen genau die
in den Ofen legen, damit hier ein Smoke-Chunk rauskommt. Experience Chunk habe ich auch noch rausbekommen. Also in den Ofen. Dann gibt es einen normalen. Und wir müssen dann haben. Das war für den Blaze Chunk. Ja, Mob 1 kommt dabei raus. Okay, wir brauchen 4 Blaze Chunks, das heißt, wir brauchen 16 Blaze Rods. Okay. Aktuell haben wir 11. So, ich habe keine Felder dabei. Ich denke gerade so, wieso geht das denn jetzt nicht? Gut, da müssen wir den Drop of Evil noch nicht reinschmeißen, weil, ja, ne? Sind im System. Und die Kiste hinten geht auch ins System, ne? Unten, ja. Also, Mob, ja. Tier 1 Mob Chunks. 4 Stück, check. Dann kann das jetzt erstmal hier rein. Die 5 Book tue ich auch mal wieder rein, weil das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Das brauche ich Zwei auch Enderperlen nicht. und Den brauche ich auch 30 nicht. Lapis. Bin gleich wieder da. Also das. Das und das gleich das. 11 Blaze Rods haben wir ja. Habe ich hier noch irgendwo? Hast du gerade 11 Level? Ja, habe ich auch 241. Danke. Hinten irgendwo noch. Da hinten ist der Rambus. Power 5, Mending, Unbreaking 3, Infinity. Jo, fliegt. Achso, das wollte ich noch ins System schmeißen. Sekunde noch. Sollen wir dann mal kurz ins End? Bräuchte noch schnell einen Pfeil. Nicht ins End, in brauchst du einen Pfeil? Ich habe keinen einzigen Pfeil. Ich auch nicht, aber ich kann trotzdem schießen. Okay. Normal musst du einen im Inventar haben, damit das klappt. Okay. Warte kurz. So, okay. Also, dann gehen wir diese Richtung. Jetpack noch 48%, das sollte reichen, ne? Ich hoffe es.
Sonst wird es schwierig, hier rüber zu bauen. Hier sind gleich zwei Festungen. Und da warten sie ja schon. Eine habe ich. Der Rest müsste da unten rumliegen, aber ich muss erstmal aufräumen. Ups. Witherdust und Witherskull habe ich, mehr habe ich nicht bekommen. Fallen auch alle runter. Deshalb würde ich die hier halt am Spawner klatschen. Hey! Verdammt, ich bin schon wieder on fire. Da liegt eine. Mistige Skelette. Ich muss mal kurz weg. Also zwei habe ich. Ich habe auch zwei. Das heißt, wir haben genug. Ja. Ich Okay. werde jetzt 15. Dann zurück. Jawohl, Richtung Südwest. Bin hinter dir 36% noch.
Aber ich glaube, als erstes müssen wir die Stromproduktion angehen. Meinst du? Also heute sind die 25 Millionen Teile leer gelaufen. Trotz der drei Solarpanels? Die nützen ja nur zur Tageszeit etwas. Mhm. Und unser Gewächshaus frisst, glaube ich, ein bisschen mehr Strom mittlerweile. Mhm. Wieder Dust, Kohle Ups, Knochen, Entschuldigung. Necrotic Bone, Arrow. Kriege ich mein Schwert wieder? Danke. Das wollte ich dir eigentlich zuschmeißen. Dann schauen wir mal. Für die Blaze Seeds. Okay, also wir brauchen Strom. Also ich habe unten noch einen T2-Lava-Generator gesetzt. Habe die ganze Lava-Produktion erhöht. Mittlerweile sollte es, glaube ich, wieder laufen, so knapp. Und hinter dir irgendwo an der Decke oben hängt noch ein Draconic Generator. Okay, und ich schaue gerade mal nach Reaktor. Lass uns erstmal einen kleinen bauen. Access Port Legacy. Dafür fehlt das da. Also, wir brauchen einmal den. Dann brauchen wir einmal. Das der Access Port, davon brauchen wir zwei Stück. Dann den Controller. Aber den Access Port, den können wir auf Ein- und Ausgang schalten. Also zwei Stück. Dann brauchen wir den Redstone. Nein, sondern wir brauchen den doch. Der Redstone müsste es sein, wo Power rauskommt. Dann Nee, es fehlt eine Blaze Rod. Ich gehe noch mal. okay. Wünsche, wo der Reaktor hin soll. Da wo Platz ist. Nicht zu nahe meine Blumenbeete. Ja. Also, also, da.
So, jetzt reicht's. Ich habe noch zwei. So. Okay, dann kommt hier die Seite hin mit. So, Blaze Seeds Tier 4. Ja. Außerdem haben wir Cobalt, Ardite und Maniolin. Ist eventuell ein kleiner Fehler unterlaufen. Aber nichts, was ich in einer Minute wieder korrigiert habe. Nichts, was uns in einer Minute um die Ohren fliegt. Genau. Wäre das die Mitte? Kommt der dahin? Das kommt dann hier hin. Ich als nächstes einmal den Input, den Output und den Put kaputt. Also einmal den. Einmal den.
Na komm. Dann da, 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 da. Und was ist das jetzt? Der da. Ja, da habe ich auch zu wenig von mitgenommen. Das sind doch mehr, als ich dachte. Ah ja, wir haben 8 zusätzliche 64K Platten und ein zusätzlicher 25 Millionen Speicher. Oh, schön. Coole Sache. Ach, was mache ich denn? Wofür haben wir den Teleporter da hinten? Ist doch viel einfacher so. Also. Den. Dann den. Kann ich den schon mal zumachen? Der kann zu. Nein, da kommt noch der oben drauf. Gut, ich weiß, die halbe Stunde ist rum, aber das will ich noch fertig kriegen. So, einmal den. Der dahin und der dahin. Dann kommt hier jetzt der hin. Der kommt da drunter. Der kommt dahin. Damit ist jetzt hier alles zu, richtig? Dann kommt er noch da rein. Mit dem oben drauf. Sollte der zu. Ich bin ein So. Wenn ich ihn jetzt zumache, wäre er quasi fertig. Das Problem ist, es ist kein Kühlmittel drin. Und wir haben ja festgestellt, irgendwann mal vor langer, langer Zeit, dass das beste Kühlmittel... Ja, Blöcke sind. Zumindest für den Anfang, genau. Was habe ich jetzt nicht gesetzt? Diablöcke. Haben wir noch genug Diablöcke? Ja, fang mal an. Ja, ich lasse jetzt gerade erstmal ein paar herstellen, bis wir keine Diamanten mehr haben. Dann fülle ich die Zwischenräume nochmal. Und dann nehmen wir in der nächsten Folge den Reaktor in Betrieb. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Comment für den YouTube-Algorithmus. Und wer noch nicht hat, ein Abo auf dem Kanal, was ja beim Wachsen hilft. Swissly, Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Mach's Ciao. gut. Tschüss.